Hi ihr Lieben, hier ist Diane von Neko. Heute zeige ich euch, wie ihr diese schöne Socke stricken könnt. Ihr braucht dafür das Neko Bambus Flex Strickspiel der Stärke 2,5 oder auch alternativ der Stärke 2, ein schönes Sockengarn, vierfädig. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Wollseide-Gemisch von der Firma Ferner und die hat einen sehr schönen Verlauf hier in den Grüntönen, also es gefällt mir ganz gut. Zur Socke selber. Ich habe die Socke begonnen zu stricken hier oben vom Bündchen ab und dann Richtung Fußspitze. Dieses Muster, das erinnert mich so ein bisschen an Wellen und daher nenne ich es auch Wellenmuster. Insgesamt habt ihr hier oben 60 Maschen für das Bündchen und strickt dann erstmal 7 Reihen, 2 rechts, 2 links. Und dann 3 Reihen glatt rechts und dann zeige ich euch gleich, wie ihr weiter dieses Muster stricken könnt. Wenn wir dann hier Richtung Ferse kommen, die habe ich mal ein bisschen anders gestrickt, sieht man ja oft bei Instagram Bilder mit dieser Art von Ferse zu stricken. Den Namen kann ich euch leider nicht sagen von der Ferse. Falls einer von euch den Namen für diese Ferse weiß, dann soll er mir das doch einfach mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich selber sehr interessieren. Also ich habe da noch nie sonst eine Anleitung dafür gelesen, aber ich habe mir die halt mal so schon auf einigen Posts angeschaut, die Ferse, und habe sie so nach meiner Version jetzt einfach gestrickt. Und das zeige ich euch. Und hier unten dann die Spitze, das ist eine Bandspitze. Und ja, ganz normal. Okay, das Muster geht über 6 Maschen und hat einen Report von 7 Reihen. Immer alle 7 Reihen wiederholt sich das. Ja, hier habe ich schon mal was, wie gesagt, vorbereitet. Ich habe jetzt hier 7 Reihen das Bündchen, 2 rechts, 2 links gestrickt und dann 3 Reihen rechts und habe hier jetzt auf jeder Nekonadel 30 Maschen zu legen. Und jetzt beginne ich mit dem Muster und dazu strickt ihr die ersten 3 Maschen wie in so einem falschen Zopf zusammen und das macht ihr folgendermaßen. Ihr stecht durch alle 3 Maschen durch, zieht eine erste Masche hier dann heraus, macht einen Umschlag mit der rechten Nadel und geht nochmal mit der rechten Nadel durch alle 3 Maschen hinein, zieht eine neue Masche hervor und dann habt ihr, sieht man hier, 3 Maschen auf der rechten Nadel zu liegen. So. Man nennt das auch so einen falschen Zopf. So, dann strickt ihr 3 Maschen rechts und nun wiederholt ihr das wieder, also dass ihr mit der rechten Nadel in die ersten 3 Maschen durchstecht. Ihr zieht eine Masche durch, macht einen Umschlag und zieht noch eine Masche durch. So, und dann wieder 3 Maschen rechts und dann das gleiche wieder. Also es ist ein einfaches Muster. Ein kleiner Tipp von mir, also für das Muster ist jetzt nicht so geeignet für sehr Feststricker. Also die Reihe, bevor ihr diese falschen Zöpfe strickt, würde ich euch empfehlen, etwas lockerer zu stricken, denn wenn das hier ganz fest ist, habt ihr Schwierigkeiten, hier mit der Nadel da durch die 3 Maschen durchzustechen und eine Masche hervorzuziehen. Das ist ein bisschen schwierig. Also vielleicht die Reihe davor für die Feststricke ein bisschen lockerer strecken, damit es auch schön flüssig dann geht. Oh, jetzt habe ich aus Versehen 2 Zöpfe nacheinander gestrickt. Kommen erst wieder die 3 Maschen rechts. Ja, also wie gesagt, das macht ihr dann immer weiter. Und ihr strickt dann über diese Reihe wieder 3 Reihen rechts und in der 4. Reihe macht ihr das dann wieder mit den falschen Zöpfen, aber dann nicht jetzt hier gleich am Anfang mit den 3 Maschen, sondern versetzt, also mit diesen 3. Und dann strickt ihr nach dieser Reihe, wenn ihr die fertig gestrickt habt, wieder 3 Reihen rechts und dann strickt ihr das Muster wieder von vorne. Also fangt ihr wieder mit den ersten Maschen an, die zu verzopfen. Also das sieht man hier ganz schön. Also hier habe ich einmal verzopft, dann 3 Maschen rechts, verzopft,
drei Maschen rechts verzopft, also diese falschen Zöpfe. Und dann habe ich drei Reihen hochgestrickt und in der vierten Reihe habe ich dann nicht diese drei Maschen verzopft, sondern die darauffolgenden. Und dann das auch immer drei Maschen rechts und wieder verzopft, aber wie gesagt, so versetzt. Dadurch kommt dann hier so ein bisschen dieses schöne Muster zustande. Und ab der siebten Reihe fangt ihr wieder an, beziehungsweise es müsste ja dann die achte Reihe sein, genau, Entschuldigung, die achte Reihe, fangt ihr wieder von vorne mit dem Muster an. Und dann strickt ihr den Schaft so lange, wie ihr möchtet und ich zeige euch nachher, wie ich dann diese Ferse stricke. Das folgt gleich. So, nun habe ich soweit den Schaft hier fertig gestrickt von der Höhe und jetzt erfolgt hier die Maschenzunahme. Ich ziehe das mal so ein bisschen auseinander und dann sieht man, ich habe hier mit linken Maschen begonnen, dann rechts, zwei rechts, dann nochmal zwei links, zwei rechts, zwei links. Ihr solltet darauf achten, dass ihr die Maschenzunahme immer direkt neben den drei Maschen zunehmt. Also, und zwar, die drei stricke ich wie vom Muster nochmal erst zusammen. Ich lege das mal gerade dahin. Den Umschlag und wieder da durch. Und jetzt beginnt hier, ich nehme diese drei Maschen mir vor und da erfolgt jetzt die Maschenzunahme. Also ihr könnt irgendwo dann diese drei Maschen nehmen und die müsst ihr einfach einmal für euch definieren, dass ihr jetzt immer an diesen dreien dann rechts und links die Maschenzunahme erfolgt. Ihr könnt euch auch an beiden Seiten jeden Maschenmarkierer hängen und dann wisst ihr auch immer, ah, jetzt ist es soweit. Und zwar nehme ich die hier so auf und dann stricke ich die hier links ab. Dann mache ich die drei Maschen rechts. Also wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch auch hier direkt neben diese drei Maschen rechts einen Maschenmarkierer hinhängen. Ist vielleicht besser, damit man sich nicht nachher vertut. So. Und dann strickt ihr hier weiter. Da. Da sind die linken Maschen rechts und links davon. Das da und da. Und bei den nächsten Zunahmen, also ihr strickt jetzt dann immer in Runden weiter. Und die nächste Runde wird keine Zunahme erfolgen. Also strickt ihr die linke Masche links. Und bei der nächsten Zunahme danach, also die zweite Runde dann, die er dann strickt, da erfolgt wieder die Maschenzunahme. Und dann darauf achten, dass ihr direkt hier neben die Masche zunehmt. Also nicht dort, sondern hier daneben. Dann macht ihr wieder eine linke Masche. Dann strickt ihr wieder eine Runde und dann erfolgt wieder eine Maschenzunahme und dann macht ihr eine rechte Masche als Zunahme. Und das macht ihr, wie gesagt, so lange, bis ihr dann hier auf jeder Seite jeweils 10 Maschen zugenommen habt. Dann erkläre ich euch das weiter. Achso, was ihr noch machen könnt, also ich habe noch zweimal auch hier in der Mitte von den drei Maschen das Muster gestrickt. Hier unten dann eben nicht mehr, weil ich finde das vom Tragekomfort besser, hier das schön glatt zu haben, als dass ich jetzt hier so ein bisschen dieses Knötchen vom falschen Zopf spüre. Also könnt ihr aber auch weiter stricken in dem Muster, also wie ihr das gerne haben möchtet. Auf jeden Fall habe ich das hier noch zweimal dann gemacht. Also genauso wie ihr hier dann das Muster strickt, strickt ihr dann hier die drei Maschen. Also auch in diesen verdrehten Zopf. Okay, dann zeige ich euch nachher, wie ihr dann hier die Ferse weiterarbeitet auf der Fußsohle. Und ich stricke jetzt mal ein Stückchen weiter. So, jetzt habe ich die Fersenzunahme fertig gestrickt. Also ich habe jetzt hier in der Mitte diese drei Maschen und davon jeweils rechts und links je 10 Maschen zugenommen. Das sind immer hier diese Rippen, also rechts, links, diese zwei Maschen abwechseln. Und dann legt ihr euch jetzt auf eine Nekonadel noch jeweils rechts und links 12 Maschen dazu, weil jetzt findet einmal hier diese Fersenabnahme wieder statt und zugleich stricken wir jetzt die Ferse, also praktisch hier diesen Fersensohlenanteil, sage ich mal, immer in verkürzten Reihen hin und her und nehmen hier aber immer noch wieder genauso spiegelverkehrt wieder ab die Maschen, also wie ich vorher zugenommen habe. Das zeige ich euch jetzt. Also ich habe jetzt hier, wie gesagt,
12 Maschen, 10 Maschen Zunahme, in der Mitte diese 3 Maschen, 10 Maschen Zunahme und dann auf der anderen Seite nochmal 12 Maschen. So sollte das jetzt sein. So. Okay, jetzt stricke ich die glatt rechts, weil bei der Fußsohle stricke ich jetzt kein Muster mehr. Also die 12 Maschen erstmal rechts stricken. Dann strickt ihr jetzt diese zugenommenen 10 Maschen und nehmt immer auf der Hinreihe jeweils eine Masche ab. Also jede zweite Reihe praktisch. So wie ihr vorher auch die Zunahmen gemacht habt, nehmt ihr jetzt die Maschen wieder ab. Dazu hebe ich jetzt hier die linke Masche ab. Dann die vordere rechte verdrehe ich so, dass ich hier von rechts dann in beide Maschen reinsteche. So habe ich hier ein schönes Maschenbild. Also das sieht man gut. Dann die nächste Masche rechts stricken und jetzt hier die nächste rechte mit der ersten linken Masche zusammenstricken. Okay, dann hier diese Bündchenmaschen. Weiter stricken. So, die beiden links. Hoch, links stricken. Und nun kommt die erste Wickelmasche oder von den verkürzten Reihen. Dazu hebt ihr mit der rechten Nadel die erst rechte Masche ab. Der Faden von hinten kommt nach vorne vor die linke Nadel. Dann hebt ihr wieder mit der linken Nadel die rechte Masche zurück. Und nun wendet ihr das ganze Strickgut. Also ihr strickt jetzt immer zwischen den beiden Nekonadeln hin und her, die Fußsohle. So, jetzt strickt ihr so die Maschen, wie sie auf der Nadel liegen. Wieder zurück. So, jetzt habe ich hier die letzten beiden linken Maschen. Stopp, hier, die. Also hier sind dann diese 12 Maschen und da habt ihr jetzt die erste von diesen 12 Maschen wird auch umwickelt. Also dazu nehmt ihr mit der rechten Nadel, der Faden liegt jetzt vor beiden, also vor der Nadel, hebt die linke Masche mit der rechten Nadel ab, dann kommt der Faden nach hinten und hebt wieder mit der linken Nadel die Masche zurück von der rechten Nadel und wenden. Dann wieder links stricken, also wieder wie die Maschen auf der Nadel liegen. Jetzt wird die nächste linke Masche hier zusammengestrickt mit der rechten. So, jetzt haben wir hier diese Wickelmasche, ne? Das war ja hier drumherum gewickelt. Und die strickt ihr jetzt, mal nur gucken, dass es auch richtig rum ist. Genau, die strickt ihr jetzt beide rechts ab. Also da stecht ihr hier unten in diese Wickelmasche, die hebt ihr euch so ein bisschen an. Und dann stecht ihr durch beide Maschen rechts rein und die wird als rechte Masche gestrickt. Jetzt die nächste rechte Masche auf der Nadel wird wieder umwickelt. Also wieder die gleiche Prozedur, ne? Also der Faden hinten, dann die mit der rechten Nadel von der linken Nadel die erste Masche rechts abheben, dann kommt der Faden nach vorne und wieder zurückheben auf die linke Nadel, wenden und wieder strecken. An und für sich gar nicht so kompliziert, wenn man es einmal weiß, dann ist das easy. So, jetzt war das hier das noch eine normale Rechtmasche. Jetzt habt ihr hier diese Wickelmasche, da hebt ihr die hier so ein bisschen drauf, die um diese
Masche drumherum gewickelt worden ist und die strickt ihr dann beide links ab. Und umwickelt jetzt die nächste Masche. Also wieder auch bei der linken Masche kommt der Faden nach vorne und dann wird die Masche von hinten abgehoben und wieder zurück auf die linke Nadel wenden und so weiter. Das macht ihr dann, bis ihr hier alle 12 Maschen abgestrickt habt und dann könnt ihr wieder weiter in euer Musterreport stricken, also auf dem Fußrücken im Musterreport. Ich habe die Fußsohle glatt rechts weiter gestrickt, aber das ist ja jedem so, wie er es mag. Und jetzt mache ich hier noch meine Abnahme. Hebe ich auch so ab. Und dann stricke ich hier beide rechts zusammen. Da auch. Ja. Genau. Bei der Fußspitze habe ich dann, oh, das ist noch ein vernähter Faden, den muss ich nochmal nach innen ziehen. Ich zeige es euch mal von der Seite. Habe ich nicht zwei Maschen bei der Bandspitze genommen, sondern drei Maschen. Ne? Und dann habt ihr hier nachher am Ende, die ihr da zusammennäht, ich meine, das waren dann 11 Maschen. Neun. Das waren dann 9 Maschen, die ihr nachher hier in der Mitte zusammennäht. Ich zähle es nochmal ab gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, es müssten 9 oder 11 Maschen sein, aber das seht ihr ja dann. Ja, und das sieht dann so aus. Also wünsche ich euch viel Spaß beim Strickeln der Socke. Und wenn ihr mehr über unsere Nadeln erfahren möchtet, dann besucht uns auf unseren Online-Shop www.nekonit.com. Habt ihr Fragen zu den Socken, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr wisst, wie diese Ferse sich nennt, könnt ihr mir auch mal reinschreiben. Oder wenn ihr irgendwo eine Anleitung habt, die noch anders ist wie meine, würde mich einfach interessieren. Okay, also tschüss, eure Diane, bis zum nächsten Mal.